Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Kirby Triple Deluxe. Im letzten Part haben wir DDDs Turmellauf gespielt, einen sehr coolen weiteren Modus hier in dem Spiel. Und wir haben uns dann auch noch im Story-Modus die ganzen Heilräume angeschaut, die ich nicht gleich gefunden habe, also die anderen beiden, die noch fehlten. Und jetzt in diesem Part geht's weiter mit dem nächsten Modus, nämlich Kirbys Recken. So ein bisschen Super Smash Bros. Hier in Kirby. Anscheinend ziemlich cool. So, ich kann auch Training sogar machen. Ich mach's mal ganz kurz, um mir das mal kurz anzugucken. Dann gleich werde ich natürlich den Einzelspieler spielen. Über Geister-Kirby. Das heißt, wenn du besiegt wirst, kannst du als Geister-Kirby weiterkämpfen. Greife an, um wiederbelebt zu werden. Geister-Kirby erscheint in Mehrspieler- und im Trainingsmodus. Okay, aber nicht im normalen Einspieler-Modus. So, das sind die ganzen Fähigkeiten, die wir zur Auswahl haben. Das sind nicht alle aus dem Spiel, genau. Nur eine Auswahl. Handicap kann ich sogar auch noch einstellen. Ich mach mal einfach schon mal sehr schwer. Und ne, zum Anfang machen wir normal. Und ich nehme einfach die Schwertfähigkeit irgendwie. Ich will es mir nochmal kurz angucken, wie das jetzt genau funktioniert. Okay, verschiedene Maps gibt's auch. Genau, ist Super Smash Bros. Quasi. So ungefähr. So, mit Y auf den Spielereinstellungen. Okay. Y? Nee, doch Pause. Warum Y? Keine Ahnung. Kämpf gegen andere Kirbys mit Spezialpower. Bis zu 4 Spieler können in diesem Kampfmodus gegeneinander antreten. Verfeinere deine Fähigkeit bis zur Perfektion. Okay, und dann haben wir eben hier Schwert. Mit all den normalen Fähigkeiten halt, die wir kennen. Okay, und das Geist auch. Können wir angreifen, B gedrückt halten und loslassen für einen Doppelangriff. Sporten und B können wir für eine Attacke und A gedrückt halten, um zu verschwinden. Okay. Dann gucken wir einfach mal. Hui! Genau, unten haben wir dann eben Lebensleisten von unseren ganzen... Oder halt von mir und auch von den Gegnern. Okay, ich denke mal, Handicap ist einfach halt... Das ist auch ganz witzig. Handicap ist einfach halt die Stärke der Computer, oder? Wahrscheinlich. Die jetzt auf normal nicht ganz so intelligent sind, weil ich die hier schön wegpumpen kann. Tut mir fast ein bisschen leid. Und auf der Stage können auch verschiedene Dinge passieren. Gordos erscheinen oder sonst irgendwas anderes. Also ja, ne? Super Smash Bros. Eben. Bam! Und der eine ist schon tot. Aber kann eben jetzt als Geist weiterkämpfen. Und kann sogar auch wieder dann Leben zurückbekommen, wenn er genügend angreift oder so. Das ist ja eh nur der Trainingsmodus aktuell. Okay, aber ich hab's, glaube ich, verstanden. Dann gehe ich mal, ne halt, gehe ich auf Power wählen, oder halt Spiel beenden, ja. Denn ich will dann gleich natürlich den Einzelspielermodus spielen, was dann anscheinend so ein bisschen halt wieder klassisch Modus ist, aus Super Smash Bros. Okay, ich mache mal gleich wieder schwer einfach, ja einfach, normal, schwer oder sehr schwer. Ja, ich meine, eigentlich wäre es ja ganz cool, wenn ich es mit jeder Fähigkeit auf sehr schwer schaffen würde, oder? Das wäre eigentlich ganz schön, weil ich habe auch schon durch euch erfahren, dass man für 100% das sowieso mit jeder Fähigkeit machen muss einmal. Aber ich glaube, man darf sich da die Schwierigkeit aussuchen, denke ich mal. Aber ich probiere es mal auf sehr schwer. Das ist bestimmt eine gute Idee. Ach ja, und das erste jetzt mit Schwert werde ich mit euch gemeinsam machen. Gegen Beam erstmal, Runde 1, cool. Und danach die anderen Runden werde ich dann wahrscheinlich einfach offscreen machen. Obwohl, ich kann es mir gleich noch angucken, es sei denn, ja lol, das war schon mal gut, es sei denn, es ist so, dass die Runden auch sich unterscheiden und dass quasi wie in Super Smash Bros. Ultimate jeder so seinen eigenen Klassisch-Modus hat, sage ich mal. Wenn die aber immer gleich sind, dann werde ich es eben offscreen machen. Okay. Das ist eine Item-Kiste quasi. Yeah! Okay, das war schon mal sehr einfach, obwohl es auch sehr schwierig war. Geschafft! Gut, aber es wird bestimmt noch schwieriger werden. So, jetzt gegen Bomben. Okay. Ja, da muss ich jetzt schon ein bisschen aufpassen, wegen dem Fernangriff. Habe ich eigentlich meinen Schwertstrahl bei vollem Leben schon, oder? Ja. Ich kam gar nicht dazu, es auszutesten. Na toll. War ganz super. Ja. Yeah. Okay. Shit. Aber am besten schon in die Ecke drängen und dann irgendwie... Ach. Crackle übrigens, hallo? Alter. Ja, das ist schon erheblich schwierig. Wow, das ist schon erheblich schwieriger. Ich brauche Items. So ein Ding zum Beispiel. Cool. Jetzt habe ich auch eine Fernwaffe. Nein. Und Essen will ich aber auch haben. Okay, jetzt einfach hier oben stehen und dich kaputt hauen. Geht das? Das geht sogar... Ja, jetzt ist er doch aber klug gewesen. Schuhe habe ich... Okay, jetzt bin ich schneller. Cool. Da kann ich jetzt noch schneller immer zu dir hinkommen, dass deine Fernangriffe nicht mehr wirken, mein Lieber. Okay, also immer schön auch die Items aus... Nein! Die Items ausnutzen ist wirklich wichtig. Merken wir schon. Oh Gott. Nein! Ich bin fast... Heilung, Heilung, Heilung. Okay. Ganz ruhig bleiben. Zeitlimit gibt es ja keins. Okay, nochmal Heilung. Sehr gut. Scheiße. Okay, sehr gut. Und? Nein, noch ein... Nein! Verdammt nochmal. Nochmal Heilung. Aber ich hab's... Ah ne, jetzt habe ich einen... Ah ne, ich habe einen neuen Angriff bekommen. Das ist ja cool. Nein! Das war doch nur noch ein Ministrich und ich habe irgendeinen coolen Angriff bekommen. Ach, Mann ey. Okay, aber ich kann einfach fortsetzen. Habe ich da jetzt irgendeinen Nachteil? Ne, die Schwierigkeit bleibt auch erhalten.
Okay, es dauert halt dann länger. Also die Zeit wurde nicht zurückgesetzt. Und die Zeit wird halt dann jetzt ziemlich hoch sein bei mir, wenn ich immer Fortsetzen mache. Aber dann muss ich halt nicht von vorne beginnen. Und deswegen lasse ich das dann so. Ich muss dann gleich mal gucken. Vielleicht ist es doch so, dass ich es am Stück schaffen muss. Das kann schon sein. Ich werde es mir gleich noch genauer angucken. Da kriegt er erstmal die Mikrofähigkeit. Willst du mich verarschen? Toll. Das war ja jetzt fair. Kriegt man eigentlich irgendwas, wenn man Quacko besiegt oder so? Und das ist ein Item, der Gordo. Okay. Und die Bombe hier gibt's auch. Nein, jetzt hat die Bombe an mir festgemacht. Ah, das ist ja interessant. Ich kann auch nicht unendlich lange fliegen, habe ich gerade bemerkt. Okay, also es gibt schon einige Änderungen. Okay, ja, mit Schwert habe ich da schon Probleme gegen die Bombenfähigkeit. Das merken wir schon, weil ich halt leider keinen Fernangriff habe und er aber schon. Und das macht schon dann gar nicht mal so einfach. Und die Bomben machen auch ziemlich viel Schaden, finde ich. Dafür, dass es ja ein Fernangriff ist und der mich damit ziemlich leicht treffen kann. Ja, ich sollte vielleicht auch übrigens häufiger blocken und ausweichen benutzen. Das ist ja super wichtig, auch für Super Smash Bros. Natürlich, zu blocken und auszuweichen. Aber mache ich halt nie, weil ich das ja in Triple Deluxe eh nie gemacht habe. Und Problem ist halt, dass ich das ja auf R oder L mache. Und die gehen halt, also L geht gar nicht mehr und R auch nicht mehr so wirklich. Also da kann ich mich eigentlich auch nicht so richtig drauf verlassen. Das ist ein bisschen blöd. Yeah. Ja, ne? Sieht wieder nicht so gut aus für mich. Ich muss wieder auf irgendwelche mega heftigen Nein! Auf irgendwelche mega heftigen Items hoffen oder so. Sonst habe ich da, glaube ich, keine Chance. Die Banane zum Beispiel wollte ich eigentlich haben. Mann, ey. Und es ist auch so, dass man direkt nach einem Angriff nicht oder nur ganz, ganz kurz, ja, nur ganz, ganz kurz zumindest unverwundbar ist und dass man sofort wieder angegriffen werden kann. Wow, okay, das ist echt, also, das ist mit Schwert echt schon sehr, sehr schwer. Aber ich muss ja auch zugeben, ich finde ja auch, Schwert ist gar keine so tolle Fähigkeit. Da finde ich andere sind um einiges besser. Aber okay, jetzt werde ich mal schneiden und dann gleich euch zeigen, wie ich es schaffe. Yay, sehr schön. Und kaum halte ich die Klappe, klappt es natürlich sofort im nächsten Versuch. Na gut. Yeah! Jetzt habe ich aber da schon wirklich deutlich länger gebraucht, weil ich eben immer auf Fortsetzen gegangen bin. Oh, jetzt schon zwei Gegner. Oh Gott. Okay, ja, das könnte doch schwierig werden. aber jetzt ist die Frage, sind die im Team oder nicht? Also können die sich auch gegenseitig Schaden machen? Weil wenn ja, dann wäre es ja gar nicht so schlimm. Dann warte ich einfach ein bisschen ab und lasse die sich bekämpfen. Was machen die eigentlich da? Keine Ahnung. Ja, und die billige Taktik von gerade eben klappt schon mal gegen die beiden nicht, aber hätte mich auch ansonsten gewundert. So, Items. Shit. Okay. Ja. Okay, aber ja, wir können sehen, die da unten, die bekämpft sich. Deswegen, ich kann ja hier einfach warten, bis dann einer von den beiden nur noch ganz wenig Leben hat und dann besiege ich halt den. Oder? Ist doch ganz cool. Aber Bumerang ist auf der Stage, glaube ich, auch gar nicht so schlecht, habe ich das Gefühl. Weil man da auch schön immer um die Ecke schießen kann und so. Und der Gelbe ist schon jede Sekunde tot. Okay. So, und der Rote hat leider noch sehr, sehr viele Leben. Also zu viele für meinen Geschmack. Alter, was der für heftige Kombos macht. Holy shit! What the fuck? Okay. Tja, aber es wird mir jetzt trotzdem wenig helfen. Außer ich schaff's, die Bombe zu platzieren. Ja, oder auch nicht. Frau Bumerang ist ja komplett OP auf der Stage. Und wie gesagt, Schwert finde ich echt nicht so toll. Ich hätte eine bessere Fähigkeit nehmen sollen. Aber okay. Yeah! Sehr schön, okay. Ich glaube mal, diesen Versuch, das sollte ich jetzt hinkriegen. Deswegen, ich hole euch mal jetzt wieder dazu. Ist natürlich wieder gleich der nächste Versuch, wo ich dann meine Klappe gehalten habe. Könnt ihr auch an der Zeit sehen. Aber ja, gewonnen habe ich es noch nicht, ne? Das ist klar.
So, gelb ist leicht hoch, perfekt. Und dann der rote wird auch jede Sekunde sterben. Was habe ich da jetzt aktiviert? Was zum... Irgendwas habe ich gerade aktiviert. Ich weiß noch nicht genau was. Aber okay. Aber wie jetzt ganz gezielt... Ja, komm ey, das ist so... Der stellt sich einfach in die Ecke, wirft seine Bumerangs da und kann mich dann... Alter, kann mich dann so leicht damit treffen? Das kann nicht wahr sein. Jetzt habe ich aber auch einen Fernangriff. Okay. Ja, das ist schon echt blöd, wenn man keinen richtigen Fernangriff hat mit einer Waffe. Vor allem gegen Gegner, die Tausende haben. Okay, jetzt wieder zwei, Schirm und Peitsche. Ja. Yep. Hier in Runde 4. Hi. Okay, aber ich werde wieder so ein bisschen defensiv und lame spielen. Dass die beiden sich schön selber die Hucke voll hauen, genau. Wenn ich halt jetzt eine Fernwaffe hätte, wäre es auch ideal. Dann könnte ich die von hier aus einfach schon angreifen und ihnen noch mehr Schaden machen. Das wäre halt echt richtig cool. So, jetzt mal ein bisschen reinkommen, genau. Und dann die beiden nerven, so ein richtiger Camper bin ich. Tut mir auch leid. Aber so sehe ich die besten Chancen, das hier hinzukriegen. Essen? Nein! Na, ja, das wollte ich haben. Okay. Nein, nicht in der Mitte von den beiden sein. Nicht in der Mitte von den beiden sein. Nein, nein, nein. Lass mich doch in Ruhe jetzt. Hallo Rick übrigens da oben. So, vielleicht werden sie ja wieder wie gerade eben beide von der Bombe getroffen. Okay, jetzt wieder das Ding. Was ist das jetzt eigentlich? Wurde ich wieder voll geheilt? Nee. Nee, irgendwas. Okay, das. Ach so. Das hat einfach irgendeinen random Effekt, weil nämlich jetzt alle unsere Lebensleisten nur noch auf die grüne reduziert wurden, oder? Ist das gerade passiert, irgendwie? Also da passiert einfach irgendwas Randommäßiges. Deswegen ist es gar nicht immer gut, das einzusammeln, das Ding. Na toll. Nein? Na, das wollte ich haben. Mann, das heilt halt jetzt voll viel auch. Wenn wir halt alle nur noch wenig Leben haben. So, ich spiele weiterhin lame, tut mir leid. Ich mach's mal nochmal kurz, wird schon irgendwas Gutes passieren. Wir sind ultra schnell. Okay. Nein? Ja, komm. Nein, Mann. Und jetzt gleich, wo ich die Klappe halte, schaffe ich es wieder. Passt auf. Boah, Alter, die Mikrofähigkeit macht ja wieder so unendlich viel Schaden. Das ist der Wahnsinn. Okay, da fällt einfach jetzt eine Bombe random nach unten. Das kann auch passieren. Okay, so, jetzt dürfte ich es aber hinkriegen. Jetzt kann ich auch riskanter spielen. Ja, ich hab noch nicht gewonnen. Alter. Ich habe immer noch nicht gewonnen. Bam. Und bam. Danke. Yeah. Und noch schön Rick macht noch schön seinen Flammenwurf. Oh Gott, es ist drei. Dreimal Kämpfer. Ach du Scheiße. Eieiei, das wird schwierig werden. Aber da, also wenn ich dann selber die Kämpferfähigkeit nehme, dann dürfte es recht einfach werden, schätze ich mal, weil ich einfach immer das Hadoken mache und dann ist alles gut. So, jetzt wieder schön. Ja, ich habe schon so viel Schaden wieder genommen. Ja, komm. DDD übrigens. Hi. Hier auch schön im Boxring natürlich. Der wirft uns Waddledies zu. Okay, und auch noch andere Gegner und so, wahrscheinlich. Alles klar. Wie gesagt, wieder schön lame spielen. Aber damit würde ich sogar fast dann behaupten, der Hammer auch, würde ich sogar wirklich fast behaupten, dass die Teamkämpfe, nenne ich es jetzt mal, trotzdem, dass die, na shit, dass die trotzdem einfacher sind als die Einzelkämpfe. Ja, würde ich eigentlich schon sagen. Nein, verdammt. Alter. Weil man halt hier einfach so ein bisschen campen kann. Das war auch lame, aber warum denn nicht? Okay, was passiert jetzt wieder? Okay, eine Bombe ist über mir runtergefallen. Und ich bin da einfach reingelaufen, bin ich scheiße. Jetzt habe ich ein Problem. Das schaffe ich nämlich auf keinen Fall gegen Kämpfer. Bananen. Na? Ja, aber ich habe immer noch sehr, sehr wenig Hoffnungen, das hinzukriegen. Ja, das hinzukriegen. Alter. Mann, ey. Kann ich mal bitte eine Runde beim ersten Mal schaffen? Das gibt's nicht.
Oh Gott, wir sind da alle super schnell. Aber es sieht wieder ganz gut für mich aus. Der eine hat noch relativ viele KP, der blaue. Na, das ist aber das ist zu schnell für meinen Geschmack, irgendwie. Okay, gut. Vor allem den blauen jetzt ein bisschen treffen, sehr schön. Und Heilung. Okay, okay, jetzt sieht es wirklich sehr, sehr gut aus für mich. So, aber ich habe es noch nicht gewonnen, ne? Es kann hier schnell zu Ende gehen, das wissen wir. Bam! Okay, aber das war jetzt sehr schön. Okay, und jetzt habe ich sogar wieder ziemlich locker geschafft, ne? Im zweiten Versuch natürlich, nicht im ersten. So, Runde 6. Hammer, Bogenschütze und Ninja. Eieieiei. Ja, das sind jetzt ziemlich krasse Fähigkeiten. Das sind richtig krasse Fähigkeiten. Das ist auch keine allzu große Stage. Also ich kann mich hier nicht so wirklich gut verstecken. Alter, der Hammer. Haut wieder ordentlich rein. Ja, hat gerade beide Computergegner mit der Aufladeattacke da getroffen. Ja, das war klar, dass ich das kriegen würde. Oh Gott. Ja, und der Hintergrund kann uns auch noch angreifen. Na toll. Oh Gott. Ah, die wurden alle geplättet. Cool. Bam. Ja, es wäre cool, wenn die sofort explodieren würde, die Bombe. Oh Gott. Ich darf auf jeden Fall nicht in die Bombe jetzt gleich reinfliegen. Das ist oberste Priorität. Nein! Das war sehr, sehr knapp. Das war richtig knapp. Boah, das ist mega chaotisch einfach nur. Das ist wirklich genauso wie Smash. Einfach nur Chaos pur. Boah, und der macht seinen mega Aufladeschuss. Jetzt habe ich nur noch den Bogenschützen. Toll. Aber der ist halt ultra stark. Und der hat da, stand einfach drin, aber hat abgeblockt. Und natürlich wieder nicht im First Try. Ich könnte kotzen. Oh Gott, das gibt's auch, das Item hier? Wo er einfach unbesiegbar wird? Na toll. Alter, und der fucking Bogenschütze, hey. Der campt jetzt aber auch... LOL, wie er mich jedes Mal trifft, der campt jetzt aber auch richtig. Stellt sich einfach in die Ecke und macht nur Angriffe, hey. Gibt's nicht. Ja, der ist richtig, richtig nervig, der Bogenschütze. Vor allem für mich... Scheiße. Vor allem für mich als Schwertkämpfer. Oh Gott. Okay, Dinge aktivieren. Irgendwas wird schon passieren. Irgendwas Gutes. Oh nee, nicht wieder alles schneller. Ja. Okay, jetzt nur noch Hammer. Einen Angriff noch und dann war's das? Immer noch nicht, komm jetzt. Aber wenn ich einen Angriff abbekomme, bin ich halt auch tot. Nein. Ne? Hilfe. Das reicht immer noch nicht, komm schon jetzt. Okay. So, natürlich auch wieder Second Try. Wie sollte es auch anders sein, aber ein First Try kriege ich einfach nicht hin. So, letzte Runde. Oh, okay, am Ende nochmal gegen unsere eigene Fähigkeit. Gegen Schatten Kirby oder so. Oh, sogar mit richtiger Bossleiste, okay. Aber ich glaube, das ist sogar auch dann halbwegs machbar, irgendwie. Weil halt jetzt mein Gegner auch keinen nervigen Fernangriff hat. Das war ja gerade eben immer so ein bisschen das Problem irgendwie. Bam, nice. Genau, das ist so eine coole Kombo hier. Nach oben mitziehen und dann die Attacke nach unten machen. Yeah, genau, das ist mit Abstand die einfachste Runde. Würde ich sagen, jetzt speziell bei der Schwertfähigkeit zumindest. Weil halt jetzt mein Gegner keinen unfairen Vorteil mir gegenüber hat. Es kommen auch anscheinend keine Items hier. So. Genau, und gleich haben wir es auch schon. Yeah! Genau, den konnte ich jetzt nochmal richtig fertig machen. Die letzte Runde schaffe ich nochmal im First Try. Cool, aber jetzt hat er gerade irgendwie ein Laserschwert gehabt oder so. Aber ist das so? Kann ich mein Schwert irgendwie aufladen? Ich kann doch nur die Wirbelattacke machen, dachte ich, oder? Oder? Na, egal. Ist egal. Ich habe eh gleich gewonnen. Okay. Yay! Sehr schön. So, benötigte Zeit gesamt sind 12 Minuten. Genau, okay. Ja, weil ich halt ein paar Mal auch immer neu starten musste. Na gut. So, das haben wir jetzt geschafft. Genau, da kriegen wir jetzt auch dann einen schönen Stern, weil wir das geschafft haben. Sehr gut. Ich frage mich sogar, ob der Stern anders aussieht, je nachdem, was für einen Schwierigkeitsgrad ich nehme. Das kann ich mal vielleicht testen. Aber die anderen Fähigkeiten werde ich jetzt dann, wie gesagt, schnell offscreen machen. Dass wir das auch noch sehen können. Oder will ich sogar jetzt die Arena zuerst noch schnell machen? Weil das wollte ich ja auch noch erledigen. Nee, ich mache zuerst das hier. Also ich werde es entweder vorspulen, wenn es halbwegs spannend ist, oder vielleicht sogar komplett offscreen machen mit den anderen Fähigkeiten eben noch. So, mit denen hier allen. Los geht's.
Yeah, sehr schön. Ich habe es mal jetzt testweise auf einfach gemacht mit der Bumerang-Fähigkeit. Und ich kann sagen, dass die Runden ein bisschen anders sind. Also die Stages kommen in einer bisschen anderen Reihenfolge. Und auch die Kirbys, die gegnerischen, sind auch ein bisschen andere. Am Ende kommt natürlich immer der Bumerang oder halt der eigene noch. Aber zwischendurch können die auch durchgemischt sein. Aber es ist anscheinend immer so, dass in Runde 1 und 2 ein Gegner kommt. In 3 und 4 zwei Gegner. In 5 und 6 drei Gegner. Und am Ende eben nochmal die eigene Fähigkeit. Okay. So, und ja, okay, wir können tatsächlich sehen, ich habe jetzt hier nur ein Bronze bekommen und nicht diesen Mega-Glitzerstern, deswegen, ich will es mit jeder Fähigkeit auch sehr schwer machen. Okay, alles klar. Yay! Okay, mit Bumerang war es auch gar nicht mal so einfach, muss ich sogar zugeben. Und noch eine kleine Anmerkung, das wusste ich gar nicht genau, oder ich habe es wieder vergessen. Der Schwertkämpfer hat doch einen Fernangriff, denn der kann sein Schwert ja aufladen und dann so einen Strahl nach vorne abfeuern. Also hat schon einen Fernangriff, ne? Nur so wollte ich nur nochmal klarstellen. Yeah! Glückwunsch! Und damit habe ich es mit allen Fähigkeiten geschafft, auch sehr schwer diesen Modus durchzuspielen. Mit Ninja habe ich jetzt am längsten gebraucht und das war auch am schwierigsten, finde ich, mit 18 Minuten. Also da habe ich echt voll die Probleme irgendwie gehabt. Und am einfachsten fand ich es wahrscheinlich mit Bogenschütze, würde ich sagen. Das sind aber meine Zeiten. Genau, Hammer war aber auch relativ gut machbar, wie ich finde. Bogenschütze habe ich sogar ein bisschen gebraucht tatsächlich. Dann war vielleicht doch eben Hammer am einfachsten. Aber Bogenschütze fand ich eigentlich auch in Ordnung. Obwohl ich da sogar ein bisschen länger gebraucht habe. Kämpfer war auch ganz cool. Aber Ninja, wie gesagt, war am schwierigsten. Gut. Auf jeden Fall, das haben wir auch geschafft. Sehr schön. Und damit dürfte ich jetzt den Modus auch dann komplettiert haben, denke ich mal. Genau, haben wir auch das Sternchen da bekommen. Sehr gut. Und jetzt werde ich eben auch noch die Arena machen, aber das werde ich jetzt dann gleich halt dann offscreen erledigen. Wenn da ein neuer Boss vorkommt, werde ich den zeigen. Ansonsten aber nicht, aber wir schauen uns kurz den Anfang und das Ende natürlich an, was hier so los ist. So, die Arena. Yay, Rangliste gibt es noch keine. Genau, 1, 2 und 3 werde ich aber dann gleich füllen können, hoffe ich mal. So, und jetzt bei der normalen Arena werde ich die auch noch ein bisschen lame machen, weil ich sie eh offscreen mache. Ich werde einfach irgendeine mega heftige Fähigkeit nehmen und das dann damit versuchen. Ja, vielleicht nochmal Bogenschütze oder sowas. Könnte ich auf jeden Fall nehmen. Obwohl ich sogar auch da tatsächlich gar nicht so viel gegen die Igelfähigkeit hätte. Weil ich ja die Igelfähigkeit auch total cool finde einfach nur. Deswegen, vielleicht könnte ich sogar dann auch die nehmen. Ich habe sie jetzt noch nicht gefunden. Moment, war die doch links? Warte kurz, Moment. Ja genau, hier unten ist sie. Ich werde die sogar mal nehmen, weil wie gesagt, die fand ich ja echt ultra cool. Irgendwie. Und deswegen, ich werde da mal mit der versuchen, die Arena durchzuspielen. So, läuft das denn so ähnlich ab, wie auch ansonsten immer? Wie ich schon kenne aus den anderen Kirby-Teilen, ich denke mal schon. Okay, die Bosse kommen auch in einer random Reihenfolge am Anfang zumindest. Aber ich werde das dann, wie gesagt, mal offscreen machen. Und immer wenn man einen Boss besiegt hat, kommt man dann hier in diesen Raum. Ich kann mir sogar neue Fähigkeiten aussuchen, das ist auch interessant. Und ich habe da auch dann ein paar Heilungsmöglichkeiten noch. Nämlich eine Maxi-Tomate, die ich mir ins Inventar packen kann. Und außerdem noch vier andere Maxi-Tomaten, die ich mir jederzeit einfach irgendwann holen kann. Okay. Yeah, gewonnen! Okay, das war's sogar schon. Also ja, es gab keine neuen Bosse. Es wurde sogar ein bisschen was gekürzt, weil der Abschnitt am Ende mit der Mega-Nova-Fähigkeit noch beim Finale, der kam hier gar nicht mehr vor. Und auch das ganze Zeug, wo ich mit Gyrosensor arbeiten musste, kam auch gar nicht mehr vor. Was ich ganz cool finde, dass sie das rausgenommen haben hier in der Arena, dass es hier nicht vorkommt. Okay, gut. Wir kriegen noch nämlich ein paar Glücksbringer auch. Ich hoffe, dass ich jetzt noch hier einen neuen kriege. Einen einzigen. Nein, ein einziger neuer. Yeah! Okay, das ist cool. Aus Kirby's Adventure nämlich König Dedede, denn er ist mein letzter Glücksbringer. Deine Glücksbringer-Kollektion ist komplett. Du Glücksbringer-Meister. Mhm. Denn ich habe die jetzt auch schon ein bisschen gefarmt mittlerweile. Und gleich nochmal. Dafür kriege ich ihn gleich doppelt, genau. Und jetzt habe ich... Wow, holy shit. Und jetzt habe ich eben alle von denen. So, das war die Arena also. Und jetzt, ne? Ja, genau. Yeah, haben wir die neue Arena freigeschaltet. Wirst du ein Kirby-Profi? Und die werden wir dann erst beim nächsten Mal natürlich spielen. Und die werden wir auch komplett gemeinsam spielen, natürlich. In der neuen Arena versuchst du, die Sweepass-Rekorde anderer Spieler zu brechen. Ja, schön. So, wir haben schon 98% und danach dann eben noch die letzten 2% hoffentlich beim nächsten Mal. Aber ich will mir eben jetzt noch auch ganz gerne, dass wir beim nächsten Mal nur die neue Arena machen werden, will ich mir jetzt noch ganz gerne alle Glücksbringer dann kurz angucken, die ich jetzt gesammelt habe. Und wir können auch noch mal ganz, ganz kurz die anderen Dinger übrigens aufsuchen hier. Kann man sich halt die Lieder... 132 Lieder? What? Anhören? Aber okay, okay, das sind auch nur solche kurzen Dinger. Oder auch wenn ich Game Over gehe oder irgendwie sowas, wenn ich ein Level beendet habe. Das zählt ja auch alles dazu. Okay, alles klar. Yeah, oder hier die Titelmelodie zum Beispiel. Auto kann ich auch auswählen, aber ja, dürfte klar sein.
Und wir können uns eben auch nochmal alle Sequenzen angucken. Ne, wenn ich jetzt will, will ich nicht. Aber könnte man natürlich machen. Werde ich vielleicht sogar machen. Es fehlt sogar noch eine. Am Ende, vielleicht dann am Ende von der wahren oder neuen Arena noch wahrscheinlich. Ich werde die mir mal zwischenzeitlich wahrscheinlich nochmal angucken, dass das Neue halt weggeht. Weil mich das irgendwie stört, dass da noch ein Neue da steht. Genau. Und hier bei der Bombe kann ich, glaube ich, den Spielstand löschen. Ja, aber nee. Will ich nicht machen. Gut, dann eben jetzt noch die Glücksbringer. So, wo ich jetzt mittlerweile halt schon dann alle gesammelt habe. Hier ist noch der letzte neue, König DDD, genau. Und ansonsten habe ich jeden einzelnen, 256 Stück gibt es insgesamt. Damit wird man dann zu einem Glücksbringer-Meister. Hat auch ein bisschen gedauert, die mir zusammenzufarmen. Habe ich halt im Story-Modus gemacht, das Ganze. Ich habe es in Level 2, 4 war es, glaube ich, gemacht. Das war halt das Zirkus-Level, wo zum ersten Mal der Zirkus halt vorkam. Da habe ich das gemacht. Das ist zwar schon ein halbwegs langes Level auch, aber jetzt kein ultralanges Level, weil da auch keine Mega-Nova-Fähigkeit vorkommt. Und da gab es halt immer vier Glücksbringer plus noch einen am Ende, wenn ich das Zielspiel hinbekommen habe. Und dadurch habe ich die meisten gefarmt und ich habe auch meine ganzen Spielmünzen ausgegeben. Ich hatte ja 200 oder sowas von denen und da habe ich halt auch alle möglichen ausgegeben, um die schneller erreichen zu können. Also es ging. Hat ein bisschen gedauert, die alle zu farmen. Ist halt ein bisschen nervig, weil man auch viele doppelt kriegt immer wieder, aber ging schon. Okay. Dann werde ich jetzt auf jeden Fall noch durch alle durchgehen. Das Drehen werde ich, glaube ich, nicht, ja genau, nicht immer hinkriegen, weil, okay, da ist noch das H-Logo hinten drauf, weil meine R- und L-Taste ja nicht so funktioniert. Also ich werde einfach vielleicht bei jedem kurz zoomen oder sowas und jetzt dann mal schnell durch alle durchgehen und währenddessen auch meine Klappe halten. Oh.
Okay, und damit haben wir uns alle 256 Glücksbringer hier in Kirby Triple Deluxe angeschaut. Sehr schön. Gut. Aber dann würde ich eben sagen, Leute, was ist hier für diesen Part von Let's Play Kirby Triple Deluxe. Beim nächsten Mal wird dann auch schon der letzte Part dieses Let's Plays kommen, wenn wir dann eben noch, diesmal auch wirklich gemeinsam, die neue Arena spielen werden. Und diejenigen von euch, die schon mein Let's Play zu Kirby Planet Robobot oder auch zu Star Allies gesehen haben, haben vielleicht schon so eine böse Vorahnung, was ich auch hier natürlich wieder vorhabe bei der neuen Arena. Und das wird wieder sehr, sehr interessant werden, auch sehr, sehr anstrengend für mich, aber ich habe trotzdem schon Bock drauf auf diese Challenge, die ich da beim nächsten Mal wieder in Angriff nehmen werde. Okay, also dann, Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.